Ja, klassische ISO-Rüstung. So, so spielen wir den Rest des Spiels. In der ultimativen Klamotte. Ja, damit hatten wir Nihals Geschichte anscheinend auch durch. Oder zumindest den Part. Dann geht's ja eigentlich jetzt hiermit weiter. Genau, das Symposium, ja. Symposium. Der Orden baut eine gefährliche Maschine. Nimm man. Gut, dann versuchen wir mal rauszufinden, wer da die ganze Zeit eigentlich an den Fäden zieht. Geppetto, nee, falsches Spiel. So, da waren wir ja eben schon. Ich wollte nur das Cthulhu-Ding machen und die ISO-Rüstung. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann man die Kapuze ausblenden? Das wäre mir wichtig. Ich mag diese Funktion von Kapuze und Mütze ausblenden, finde ich immer ganz, ganz, muss sein eigentlich. Leider nein. Wieso patchen die das eigentlich immer erst ein halbes Jahr später nach, dass du deine Klamotten... ...so ein bisschen anpassen kannst? Eigentlich finde ich es cool. Hätten wir jetzt diese hässliche Maske nicht auf. Schaden ist aber der gleiche. Jetzt macht das, glaube ich, mehr Sinn. Ach komm, nutzen wir schon, wenn wir es schon haben. Auf zum Symposium! Ein Symposium ist doch sowas wie... eine Weinparty, oder? Da treffen sich doch einfach nur Leute und saufen. Unter dem Vorwand von ja. Dingen. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Hälfte meines Gesundheitsbalkens ist radiert. Aber hey, ich sterbe doch sowieso noch 2 Schläge. Jetzt nach 1,5. Ich komme auch mal wieder ins Bild. Ich habe ganz vergessen, dass ich eine Kamera ausgemacht habe. Verzeihung, ich möchte zur Vorlesung des großen Gelehrten. Fasil Fahims Vorlesung über die vorsintflutlichen Vorfahren der Menschheit beginnt bald. Labe dich bis dahin gern an unserer reichen Auswahl vorzüglicher Köstlichkeiten und Erfrischungen. Ich labe mich an ihnen. Vor uns kann sich nichts verstecken. Wo ist Arib al-Mamunia, die Dichterin? Wo ist Arib? Ich hatte gehofft, ihre strahlende Präsenz erleben zu dürfen. Man sieht sie so selten außerhalb der runden Stadt. Die Wunderbare ist im Garten und sinnt über die Vollkommenheit der Natur nach. Ach, wäre ich nur eine Blüte in ihren kundigen Händen und Muse für ihre salbenden Verse. Sie wird erleichtert sein, einmal nicht von ihren reichen Gönnern belagert zu werden. Ah, vielleicht führt sie ein aufregendes Doppelleben und schleicht sich aus den Palästen, um Inspiration im einfachen Leben zu finden. Ich bezweifle es. So, im östlichen Außenhof ruht sich die Dichterin aus. Gehen wir doch direkt mal stalken. Leihe mir deine Augen. Better?
Das wird der östliche Außenhof sein. Wer baut das Ding auch so schräg dahin? Da ist diese Dichterin, die Tabith liebt, deren Werke sich stets an unerwarteter Stelle finden. Geist der Sande, Steuermann der Wüstenschiffe, aus fernen Landen bring an uns. Oder an El-Bahamut. Von deinen windberührten Lippen. Ja? Symmetrie von See und Himmel. Doch nur in deinen Augen treffen sich diese Gefilde. Du kennst mein Werk. Und wer bist du wohl? Ein Freund der Dichtkunst, mehr nicht. Und der Ordnung. Oder besser, des Chaos. Ich kenne nur einen lebenden Dichter, der das Chaos so sehr liebt. Ali ibn Muhammad. Verehrst du seine schlichte Arbeit? Der Wettstreit zwischen euch beiden ist wohl bekannt. Er nährt die Kunst. Ich weiß nicht zu wählen. Höchst diplomatisch. Aber ich lasse mich lieber von diesen lieblichen Blumen inspirieren. Einen guten Tag. Lumaui, schönen guten Abend. Aloha. Okay. Leite mich, Enkidu. So, wo kann ich mich jetzt am Fressen laben? Das ist Nihal da vorne? Hey, Neunfinger! Ich sagte doch, wir sehen uns. Wohl wahr. Was führt dich wieder her? Ich möchte dir etwas zeigen. Ich auch, ich habe eine magische Rüstung. Und Waffen, die mich töten. Die Langweiler im Haus der Weisheit sammeln die wildesten Kinkerlitzchen und Geräte. Ich war schon mal hier, Nihal. Das ist Ahmad ibn Musas Werkstatt. Hast du dich da reingeschlichen? Ahmad und seine Brüder können wahrlich fantastische Apparate entwickeln. Nicht alle seine Einfälle sind so nützlich, fürchte ich. Guck nicht so selbstzufrieden. Die Welt ist voller Wunder. Ging das da letztes Mal schon? Diese kleinen Dinger sehen aus wie Pokémon, das da und das da. Erinnert dich das an deine Albträume? Nein. Eher an etwas aus dem Bimaristan. Oder an einen Übungsplan der Verborgenen. Ah ja, lautlose Arten, schnell zu töten. Tod in Sekunden. Da läuft mir ein Schauer über den Rücken, als würde ich ein kosmisches Geheimnis lüften. Du liest zu viel über Magie und verlorene Städte unter den Dünen. Und du liest zu wenig. Vielleicht gibt es andere Welten, andere Völker zwischen den Sternen. Unsinn. Geht sie jetzt schon wieder raus? Bis hierhin. Ich bin verwirrt, was sie macht. Ich glaube, die ist kaputt.
Sie geht auch so, als ob sie echt irgendwie ihr was wehtut. Hm, verschlossen. Hier komme ich nicht hinein. Ich dachte, da ist kein Fenster drin, aber das ist doch Holz. Oh, das habe ich schon einmal gesehen. Ist es das, was du mir zeigen wolltest? Ja. Es erinnert mich an das Ding, das wir im Palast fanden. Was ist das? Eine Zeichnung aus einem uralten Buch. Du verschweigst mir doch irgendwas. Du willst nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Wieso? Weil du es auch nicht weißt? Weil, wie Darwish sagt, es manchmal besser ist, die Wahrheit hinter den Dingen, die wir tun müssen, nicht zu kennen. Die Wahrheit ist, Basim, dass alles hier ist, direkt vor deinen Augen. Aber du willst es nicht sehen. Es geht um dich. Es ging immer nur um dich seit jener Nacht. Ich habe einen Eid geschworen, mein altes Leben hinter mir zu lassen und dem Pfad der Schatten zu folgen. Vielleicht findest du eines Tages das Licht. Doch bis dahin bleibe ich bei dir, bei jedem einzelnen Schritt, damit du auch ja nicht vergisst, wer du bist. Willst du mir drohen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe die Zeichnung verstanden. Oder zumindest... was es darstellen soll. Dass quasi die DNA-Essenz eines Menschen auf diese Disk gespeichert wird. Das ist die Disk, die wir geklaut haben ganz am Anfang. Und anscheinend ist da ja ein Bewusstsein aufgemalt. Oder der Geist, Verstand eines Menschen dargestellt. Und das unten sieht halt quasi aus wie dieser Kopierprozess. Das halt wird halt Dude genommen in DNA und hier drauf gespeichert. Lassen wir uns mal überraschen. So, können wir uns jetzt hier am Fressen laden? Was macht der noch hier? Oh nein, du solltest nicht so bald zurückkommen. Ja, ich fürchte mich auch, doch konnte ich meinen Büchern nicht fernbleiben. Ich schätze, man folgt immer seiner Pflicht. Bis bald. Achtung, Gäste des Symposions. Die Vorlesung des großen Gelehrten beginnt nach kurzer Verzögerung. Erfreut euch derweil an unseren schmackhaften Kleinigkeiten und dem prickelnden Scharfsinn eurer Mitgäste. Entschuldigung, die Vorlesung beginnt bald. Bitte vergnüge dich mit den anderen Gästen, bis der Gong euch ruft. Bis der Gong uns ruft. Ah, da oben ist noch jemand. Der Sternkundler könnte zu Ihnen gehören, obwohl ich das bezweifle. Erzähl mal was über das Gerät hier. Said. Es ist mir eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen. Wie schön, wenn mehr junge Leute das Haus der Weisheit aufsuchen. Glaubst du, der große Gelehrte wird eine gute Vorlesung halten? Vergeude deine Zeit nicht mit seinem Gerede. Ich habe viel praktischere und ergötzliche Bücher geschrieben. Zu welchen Themen? Unter anderem über Sonnenuhren, Astrolabien, Sterne und Planeten, sowie über den Umfang der Erde.
Faszinierend, Said. Ich werde deine Bücher lesen. Auf bald. Klingt, als würde die Vorlesung bald beginnen. Ich sollte zurück zum Kahraman. Hat aber hier jemand den Gong geballert. Verzeihung. Wird Fasil Fahims Vorlesung bald beginnen? In der Tat. Geh hinein, wenn ich bitten darf. Willkommen alle miteinander im Haus der Weisheit. Dem Hort des Lernens in Bagdad. Ach, was sage ich? Der gesamten Welt. Ich bin Fasil Fahim Al-Kemsa, oberster Gelehrter des Hauses der Weisheit. Weisester der Weisen. Heute werde ich euch mit etwas erschüttern, das nach unerhörter Blasphemie klingt. Seid unbesorgt. Ich mag alt sein, doch mein Verstand ist noch scharf wie Stahl. Heute spreche ich von Mysterien, von Geschöpfen aus vorsinnflutlicher Zeit. Erzählen nicht die alten Propheten von Riesen vor der Flut, die sich von Allah lossagten und falsche Götzen anbeteten? Ist es nicht möglich, dass diese Riesen Wunder schufen? Werke mit rätselhaften Kräften, die nun verloren sind. Zahra und Hassan sind tot, gerichtet durch einen Attentäter. Wirklich? Said, bitte versteck dich, bis es wieder sicher ist. Verzeiht, gute Leute, aber die Vorlesung ist beendet. Bitte, erkundet doch stattdessen die vielen Kammern im Haus der Weisheit. Du nennst dich den großen Gelehrten, Fasil. Du verbrennst Bücher und hoffst, dass der Rauch deine Verbrechen vertuscht. Wie viele hast du auf deiner Suche nach Wissen geopfert? Wie viele hast du im Namen der Forschung benutzt, verletzt und weggeworfen? Jetzt versteckst du dich im Haus der Weisheit, das du auf Abwege gebracht hast. Doch ich finde dich. Und übe Gerechtigkeit für jedes Leben, das du für dein großes Werk zerstört hast. Töte den großen Gelehrten Fasil. Das Oberhaupt des Ordens in Al-Ab trägt den Namen Arabisu, womit ein Dämon des alten Mesopotamien gemeint ist. Er wurde nun als Fasil Al-Kemsa, der große Gelehrte des Hauses der Weisheit, enttarnt. Sei ist der unlautere Erwerb kostbarer Bücher oder die Durchführung unheiliger Experimente an Menschen. Er ist ein lebender Beweis für verdorbenes Wissen. Das große Symposium hat ihn enthüllt. Nun ist es an der Zeit, zuzuschlagen. Suche nach ihm. Du bist Pizza, guten Appetit. Ich hab Toast. Es ist wahr. Fasil führt den Orden in Al-Abbasiyah. Ich muss ihn zur Strecke bringen. Ich habe abgelaufenes Toast gegessen. Aber war noch kein Pelz dran, also alles gut. Der alte Schwindler Fasil ist untergetaucht. Was mag den großen Gelehrten so erschreckt haben? Vielleicht ist dem alten Narren eins seiner vorsinnflutlichen Geschöpfe erschienen. Der Mann ist eine Schande. Aber wohin ist er geflohen? Angeblich gibt es unter dem Haus der Weisheit Geheimgänge. Vielleicht steckt er da unten. Ja, ich hörte, wie auch der Dachgärtner solche Gänge erwähnte. Welch farbenfrohes Detail für meine Verse! Der Gelehrte floh durch geheime Stollen vor eingebildeten Göttern, die ihm an die Kehle wollen. Ja, ich bin schon ein ziemliches Genie. Würde ich jetzt unterschreiben, ja. Verzeihung. Ich hörte ein Gerücht über einen versteckten Keller unter dem Haus der Weisheit. Ein versteckter Keller? Soll das ein Scherz sein?
Nein, ganz und gar nicht. So ein großes Gebäude hat doch sicher Keller und Untergeschosse, um Bücher und Tinte zu lagern. Ich bin mir keiner solcher Bereiche in diesem Haus bewusst. Willst du der Bestechung anbieten? Vielleicht hilft ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung deiner Erinnerung auf die Sprünge. Sehr großzügig. Morde, Gemetzel und Feuer. Es wird höchste Zeit, dass ich das Haus der Weisheit verlasse. Vater hat ein schönes Teppichgeschäft in Samarra. Er wollte immer, dass ich es weiterführe. Eine kluge Wahl. Nun, gibt es versteckte Keller? Oh ja, natürlich. Bitte verzeih. Jetzt, da du es erwähnst, es gibt eine Luke zum Untergeschoss auf dem nordwestlichen Hof. Danke. Wie nett. Und zuvorkommend. Schnitzel mit Pommes. Boah, das klingt auch so gut. So einfach und so gut. Torwächter, lass mich durch. Jene, die vor uns kamen, sind? Was redest du denn da? Ah. Jene, die vor uns kamen, sind? Ich komme auf dich zurück. Okay. Ich habe fast jetzt größtes Werk verlegt. Referenz zu den Vorläufern. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Wie bitte? Du hast das Meisterwerk des großen Gelehrten verloren? Es tut mir leid. Ich wurde von der Anwesenheit der berühmten Dichterin Arib abgelenkt. Vergiss die Dichterin! Wir müssen Fassils Buch finden, sonst sind wir beide tot. Klingt wie ein Teil einer Losung. Okay. Ich glaube, ich habe da hinten irgendwas Goldenes gesehen. Hamse hat es schon wieder getan. Heute Morgen hat er den Neuen gehänselt und sein Essen gestohlen. Jemand sollte ihm Einhalt gebieten. Das Buch wirkt da fehl am Platze. So hinter einem Pult verkeilt. Eine Geschichte des großen Gelehrten und seiner wunderbaren Reformen für das Haus der Weisheit. Du, bleib bei mir. Von Fassil Fahim. Ich weiß nicht, ob... Eine Geschichte des großen Gelehrten und seiner wunderbaren Reformen für das Haus der Weisheit. Von Fassil Fahim. Ich weiß nicht, ob das das richtige Werk ist. Ich kann es jetzt auch nicht normal lesen, verdammt. Hm.
Sieht aus, als hätte jemand ein Buch im Treppenhaus verloren. Am Ende des Tours wartet jemand mit der Lieblingsliteratur, okay? Hi du. Ist auch schön, dass ich ihn einfach dann, anstatt ihn da auf seinem Stuhl sitzen zu lassen, einfach mitten in den Flur lege. Anweisung des Buchwarts. Na, guck mal da unten. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Die Eselei der Dichtkunst von Fasil Fahim. Das klingt nicht sehr romantisch, ehrlich gesagt. Zudem lenken Gedichte junge Gelehrte von ihren ordentlichen und ernsten Pflichten ab. Die Weisheit aufzusaugen, die aus ihren Hörgestellten tropft. Studenten müssen sich wie Schwämme verhalten, die Wissen aufnehmen, nicht wie alberne Hoftiere, die sich vom nutzlosen Fersen erregen lassen. Geht's ja weg. Ist ja blöd. Hat er in 7 Minuten eine Pizza gegessen? Das klingt ja voll stressig. Dies ist ein Auszug aus dem kurzen Text, welcher den Wert der Dichtkunst hinterfragt. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Dafür habe ich ja genug Marken inzwischen. Dieser Brief erwähnt einen privaten Lesebalkon. Vielleicht hat jemand das Buch mit dorthin genommen. Hey, wir räumen hier wieder das komplette Gebäude leer. Das hat gut geklappt. Entschuldigen Sie, werter Herr. Ich steche sie nun, wie eine Biene. Okay, das war mehr geschlitzt als gestochen. Ja, das ist wohl der private Lesebalkon. Ist einfach größer als jegliche Wohnung. Ein beeindruckender Band. Geschrieben von Fasil Fahim. Könnte sein Meisterwerk sein. Der Titel lautet: Jene, die vor uns kamen, sind die, die wiederkehren. Das muss es sein. Ja. Die vielen Sterne am Himmel bieten uns ein Rätsel dar, welches aber nur von dem großen Gelehrten, die im Haus der Weisheit versammelt, von Wachen beschützt und mit reichlich Mitteln und den neuesten Instrumenten ausgestattet sind, angegangen werden sollte. Nur unter solch erhabenen Bedingungen können die himmlischen Mysterien angemessen durchdacht werden, frei von Aberglauben und starren Dogma der Masse. Dies ist ein Auszug aus einem Astronomietext, den der große Gelehrte Fasil schrieb. Nein! Einfach alt und kaputt, ja, frag mal. Einfach, es ist, irgendwann ist auch Zeit, einfach einschläfern. Nützt irgendwann nichts mehr. Irgendwann ist vorbei. Dann muss man es akzeptieren.
Da muss man halt sich einfach einschläfern lassen. Meistens früher als erwartet. Aber Rückenschmerzen ist ätzend. Einfach keinen Rücken haben. Hey, stopp! Hat er mir verraten, was er jetzt macht? Hey, was? Okay, jetzt müssen wir hier erstmal wieder rauskommen. Wir hatten beim letzten Mal schon so einen wilden Lauf. Ich glaube, da oben war irgendwo ein Fenster offen. Na, hier geht's noch auf den Balkon, aber das hilft ja genauso. Haben wir noch den Schlüssel vom Dachgärtner. Ja, cool, das hat nicht gut funktioniert. Ah, ich habe nur noch Punkte für zwei. Okay, tschüss. Nützlich sein. Ich werde hier ganz entspannt meinen Urlaubstag noch, also meinen freien Tag noch, mit der Assassin's Creed Story verbringen. Ich setze meine Waffen hier besser nicht. Oh. Ich möchte mich über die Kürze der Vorlesung beschweren. Ich bin überaus enttäuscht. Hast du das Gesicht des Gelehrten gesehen? Es war vor Grauen verzerrt. Wie jemand, dem eine Schädelbohrung bevorsteht. Oh, das ist ja widerlich. Vergiss es wieder. Ja. So. Torwächter! Jene, die vor uns kamen, sind? Sind die, die wiederkehren. Korrekt! Du darfst passieren. Korrekt! Große Gelehrte befiehlt, Bedienstete, ja, es ist wahr, unsere Gelehrten benötigen eine saubere Arbeitsumgebung, aber stört mich nicht mit belanglosen Fragen zum Putzen, Abstauben oder unvermissten Büchern. Ich bin mit meinem großen Werk im Kellergewölbe beschäftigt. Weitere Unterbrechungen werden mit Peitschenhieben bestraft. Klassiker. Zweimal arbeiten, endlich Wochenende. Ich muss auch tatsächlich nur noch zweimal arbeiten. Ganz wilde Arbeitswoche.
Leute, 3 Tage gearbeitet die Woche dann. Ja, könnte immer so sein. Drohbriefe. Straußfotos. Fotos? Erst dachte ich Kock. So Hahn. Aber war was anderes. Miezekatze. Und Elefant. Sieh dich um und finde eine Gelegenheit. Ich habe keine Bücher, die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Hallo, Wache. Jetzt bist du eine Schlafe, keine Wache mehr. Ich sag Dinge manchmal. So, geh mal auf deinen Schlafposten. Da! Da war ein Dude. War das? Der Furz deiner Mutter. So Gefängniszellen hier unten. Cool. Sieht aus wie ein Ausweg, der kein Ausweg ist. Niemand steckt mich in dieses Ding. Niemals. Sei unbesorgt. Wir stecken in irgendwas Leute rein? Ja, eigentlich Freiwillige. Eher lasse ich mir die Zähne mit heißen Eisen ausheißen, als dass ich da reingehe. Vielleicht, genau, das hätte, vielleicht war das die Kellerluke, die wir hätten öffnen können. Nein. Ah! Ich reiß dir die Gedärme raus. Nee, lass mal bitte. Ja, du kannst nicht mehr. Er hat eine Weile gebraucht, bis er gestorben ist. Aber das, ich glaube, hier unten arbeitet auch ein Zahnarzt, wie das klingt. Hier liegt irgendetwas im Argen. Es stinkt nach Moder und Eisen. Das klingt nach Blut. Das Gewand könnte helfen, näher an Fassil heranzukommen. Tragen der Robe verpflichtet. Es dürfen keine Patienten eintreten, die ihre Patientenrobe nicht tragen. Ihr findet die passende Bekleidung in den Raum neben dem Erholungsgedöns. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Okay, müssen wir irgendwie reinkommen. Was haben Sie diesen Leuten angetan? Ziehen wir den jetzt aus? Das wird der arme Tropf nicht mehr brauchen.
Damit kann ich untertauchen. Einsatz von Verkleidung. Darf ich den Gelehrten nicht treffen? Diese Welt sieht nicht richtig aus. Bringt mich zurück zu diesem hellen, leuchtenden Ort. Der Nächste! Sofort eintreten! Lauert das Grauen. Doch das Schlimmste ist, dass ich das alles schon mal gesehen habe. Irgendwie. Wer untergräbt mein großes Werk, tötet meine Verbündeten und verdirbt meine Vorlesung? Es ist unerhört. Das trägt die Handschrift eines ausgebildeten Verborgenen. Vielleicht eine Fraktion aus der runden Stadt. Oder einer dieser Neider aus Ashakia. Die Morde waren jedenfalls zu raffiniert für Söldner. Egal. Sobald ich den Mechanismus verstanden habe, werde ich mich El-Bahamut beweisen. Hier rein, Hohlkopf. Nimm mal am Ritual teil, das ist bestimmt eine super kluge Idee. Du bist neu, nicht wahr? Ich erkenne dich nicht. Sie versprachen dir Gold, wenn du dich freiwillig meldest, oder? Egal, denn was du gleich sehen wirst, übersteigt alle weltlichen Reichtümer. Fürchte dich nicht. Fürchtest du dich? Das ist mein großes Werk. Ich nenne es Aruch. Es nimmt dich mit auf eine Reise in ein anderes Reich. Warum hinterließen die Ersten diese Welt voller Narren, frage ich mich, und mit so wenigen meiner Art. Wir nennen dies das Haus der Weisheit, doch sein Fundament ist brüchig. Denn unter dem Haus der Weisheit liegt das Verlies der Unwissenheit. Und auf solch dunklen Geheimnissen errichten wir unsere Philosophien. Forschung ist die edelste Tätigkeit. Wissen ist die größte Macht. Nein! Nein? Was sonst? Gerechtigkeit. Vielleicht ist dies der Ort. Vielleicht liegt hier das absolute Wissen. So erinnere ich mich nicht daran. Hinter den Türen war es heller. Doch am Ende sehen wir alle nur Dunkelheit.
muss hier raus und Tabit berichten. Gin-Time, ja, das, also das mit dem Gin war gerade gruseliger als viele Horror-Games. Es besteht kein Zweifel. Fassil steckte bis zum Hals im Orden. Das Feuer ward gelegt.